Willkommen zurück. Wir machen heute ein paar Quests in versprochen, und zwar die wir letztes Mal angenommen haben und das laggt. Da können wir doch irgendwas wahrscheinlich gegen unternehmen. Ich schraube einfach mal die Grafik ein bisschen runter. Vielleicht hilft's, ja. Naja. Okay, wo waren die Quests? Ja. Den haben wir fertig. Warum haben wir den fertig? Keine Ahnung. Übrigens habe ich noch einen Quest angenommen, da die Tante da hat uns auch noch einen Quest gegeben. Hör auf zu laufen. Und jetzt vernichte einige Funklichts um die Pioniersiedlung und erlange 5 Pilzhüter. Bringe sie Gruppenführer Leighton, wenn ihr genug habt. Mal gucken, Quest ansehen, danach bla bla, Fungi, bla bla bla. Okay, und hier kommt jetzt eine Funktion, man kann da raufklicken und dann wird der Charakter automatisch in diese Richtung bewegt. Ist, wenn einige Gegenstände im Weg sind, nicht immer die beste Möglichkeit, aber inzwischen seht ihr, der ändert automatisch die Richtung manchmal. Aber das ist doch schon ein Fungi. Moment, da. Oh mein Gott, ich muss mich wieder an die... Oh, bleib hier. Bam. Ja, also die ersten Quests werde ich jetzt noch vollständig aufnehmen. Und wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Wahrscheinlich werde ich nicht alle... Oh, wir haben ein neues Level. Mal gucken, Pilzhut und... gleich 2 Sachen für Quests. Okay, wir steigern unsere Heilung. Steigern. Es geht nur auf 3 für dieses Level. Okay, dann steigern wir unseren Schadensspell auch noch. Und... den da können wir auch noch. Ich weiß gar nicht, kann man hier seine Skills eigentlich wieder verlernen? So wie in WoW? Ich kenne mich hier nicht so aus. Ein Fungus, wir brauchen aber ein Fungi, glaube ich. Aber die droppen die Dinger auch, finde ich gut. Fungus, dann hießen die doch Fungus. Ah, ich will nicht heilen, ich will den töten. Oh, so ein Bau und Bau und ich kann ja mal nochmal sagen, einer hat schon einen Kommentar geschrieben, ich glaube Wolfsman 2 oder sowas. Sorry, wenn ich falsch ausgesprochen habe, wenn der Name komplett falsch war. Du weißt, wenn du gemeint bist. Hat schon gesagt, wir könnten ja mal zusammenspielen. Ja, mache ich gerne. Ist viel leichter, vor allem weil ich ja Heiler werde. Dass man dann irgendjemanden hat, mit dem man zusammenspielen kann. Und vor allem werden dann die Videos auch nicht so lang, weil man die Questzeit nicht alleine macht. Das geht dann alles viel schneller und man teilt sich, weiß ich gar nicht. Ist es hier so, dass man sich die... Oh, Leder kann man, glaube ich, nicht tragen, oder? Mal gucken, eine Hose. Können wir nicht tragen, ist Leder. Nee, wir können nur Stoff tragen. Okay, komm her. Und okay, einen haben wir schon fertig, einen Quest. Und danach werden wir mal die Jungwolfschwänze sammeln. Ein Pilzstamm. Ja, und der Priester mit den Wasserspells, irgendwie habe ich gerade keine Mana-Probleme. Bei WoW hatte ich damals immer 3 Zauber, war das Mana weg. Aber hier geht das eigentlich. Und wenn nicht, dann können wir hier mal einen Mana-Pot einwerfen. 12 Sekunden Cooldown nur. Ja, okay, hier. So wie ich das bis jetzt sehe. Ah, der gibt über Zeit Mana zurück. Cool. Boah, schon wieder ein Level ab. Wir sind inzwischen Level 4. Oh, und da haben wir schon den ersten Wolfsschwanz. Regeneriert beim Ziel 20 Sekunden lang alle 2 Sekunden 20 Lebenspunkte. Das powern wir mal voll auf. Und heilen. Achso, da steigern. Oh, das ist so eine Gewöhnungssache. Dass man nicht alle 2 Level zum... Ah, das geht nur so. Nur einmal, dass man nicht alle 2 Level zum Lehrer rennen muss, ist schon eine Umstellung. Und dass man jedes Level manuell die Skills verbessern kann. Und das war's auch. Oh, was war das? Was war das? Backpack. Da. Holzpfeil. Das braucht man, glaube ich, als Kundschafter, denn das ist eine Art Jäger, der mit seinem Bogen durch die Gegend bogt. Und damit Gegner tötet. Und ich hoffe, mein Mikro ist drin. Ja, mein Mikro ist drin. Oh. Ich hatte gerade schon Angst. Ich wusste nämlich nicht mehr, ob ich es reingemacht habe oder nicht. Da wir jetzt, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch die Wölfe killen. Die sind aber Level 3. Die hauen dann schon rein. Obwohl, so richtig Schaden machen die auch nicht. Aber was ist denn das da? Der befindet sich auf Kanal 2. Aha, interessant. Wir können ja Kanal
wechsel mal auf. Ne, es dauert ja zu lange. Also man, hier sind verschiedene Kanäle, also man sieht nicht immer die Leute, die an dieser Stelle auch stehen, weil die sind so auf zwei Frequenzen ver... Oh, was war das? Stirb! Warum mache ich nur ein Damage? Da hau ich lieber mit meinen... Da hau ich lieber noch ein bisschen Mana raus. Oh, einfacher Start, mal sehen. Drei Weisheit. Und der gibt 10 maximale MP... ja... Mal gucken. Aber der hat noch eine Rune drauf. Ich bleib bei meinem alten Stab, weil Weisheit ist für Heiler doch wenig, doch wichtiger als Mana. Wenn man halt viel Mana-Regeneration braucht. Oh, ein Stein. Wozu ist Stein? Ach, wir haben die Quest schon fertig. Ja, wir haben die Quest schon fertig. Okay. Light. Aha. Mal gucken, wo können wir den einsetzen? Dum, 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 dum. Ach so, das ist wahrscheinlich eine Rune? Light, Grad 1, Rune. 1 Gold, 10 physischer Angriff. Okay, das brauche ich nicht wirklich. Aber es ist ja schon mal schön zu wissen, wo man die Runen herbekommt. Weil als ich das letzte Mal... hat an diesem Ort Chance zur Wiederbelebung. Warum habe ich... Warum laufen die gleich aus? Habe ich mich gerade jetzt eingeloggt, wo die Buffs alle auslaufen oder wie? Super. Aber, naja. Und meinen komischen Schutzschild-Skill brauche ich irgendwie gerade gar nicht. Den braucht man halt dann wahrscheinlich wirklich nur im Endgame-Content. Oder wenn man dann etwas höheres Level ist. Warum hat der nichts gedroppt? Haben wir die Quest auch schon fertig? Ne, 3. Wir brauchen 10. Ah ja, und man kann Berufe auswählen. Hier kann man Holzfäller, aber wir sind noch kein Holzfäller, genau. Holzfäller. Oder... Ja, doch, ich glaube, so heißt der Beruf hier auch. Und der... Da, und da sieht man... PvP nicht verloren. Was ist das für ein Trank? Der was, glaube ich, oder? Für Tanzmaske. Okay, ich will eine Tanzmaske haben. Ich freue mich schon, wenn ich Flügel bekomme, weil irgendwie bekommt man noch Flügel und sowas alles, was man dann als so eine Art Accessoire dabei haben kann. Ich will unbedingt Flügel haben, ich mag Flügel. Oh, schon wieder eine Rune. Brauchen wir die Rune? 3 Ausdauer, nicht wirklich. Warum finde ich ein Down-Tank-Items, wenn ich doch überhaupt keine Tank-Items brauche? Okay, ich kann ja als Priester tanken, aber... Das Stufe 5 erreicht, nachdem du jetzt deinen aktuellen Quest abgeschlossen hast, suche George, den Bürgermeister in Logar, auf. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr nach Logar kommt, könnt ihr die Taste M drücken, um die große Karte zu öffnen. Okay. Und wir haben natürlich ein Level-Up erreicht. Und wir werden mal unseren... heilen über Zeit will ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich will Super-Mega-Power-Heiler werden. Ja, steiger dich mal. Super-Power-Heiler. Komm. Und reißende Flut. Das geht auch nicht weiter. Aber wir haben irgendwie ein paar Trainingspunkte übrig. Wir haben gleich 3 Quests fertig, aber das Leveln geht eigentlich recht schnell, merke ich gerade. Zumindest zum Anfang. Okay, das ist bei WoW auch nicht anders gewesen. Ey, ich will aber jetzt, war das überhaupt ein Jungwolf? Ja, das war auch ein Jungwolf. Und stirb. Aber für jeden Mob bekommen wir auch so eine... Das war irgendwas mit Panzer, das brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Magische Verteidigung. Warum kriege ich so eine Tank-Scheiße? Ich will irgendeinen Heiler-Mist haben. Tank-Scheiße und Heiler-Mist, ja? Boah, wie viel Reichweite hat denn das Ding? 217 Meter? Okay, das ist viel. Ja, WoW hatten die meisten... Ja, ich rede schon wieder zu viel von WoW, aber naja. Ja, aber WoW hatten die meisten, ich glaube... Schadens-Skills haben 25 Meter meistens gehabt. Und Heil-Skills ein bisschen mehr. So... Mache, ne? Unser Mana wird auch nicht wenig. Also ich glaube, so viel Mana werden wir zum Anfang nicht verbrauchen. Das geht nochmal ein bisschen um so Schwerter hier. Sind wir mal nicht so. Ne, wir haben keine Zeit. Ja, du lässt nichts fallen, du Depp. Lass was fallen. Ankündigung. Mal gucken, was ist denn die Ankündigung? Hier oben leuchtet was, falls ihr es nicht gesehen habt. Da, was ist eine Ankündigung?
Sprengt eure Ketten, erhaltet Wochenende kostenlose Pirios. Spezialwässerchen, Typ C für jeden von euch gekauften wirksamen Bindungslöser. Ist wahrscheinlich alles Item-Shop-mäßiges. Wochenende steht ganz im Zeichen der Transportation. Wenn die Transportroute Gascha gekauft, ja. Das ist alles so ein Item-Shop-Mist. Wo man dann, wenn man drei kauft, noch zwei dazu bekommt, sowas. Okay, das Video ist auch zu Ende jetzt. Und ich verabschiede mich für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten Video.